Wir müssen darüber sprechen. Es ist ein Thema, über das man nicht gerne redet und das gerne verschwiegen wird. Wie Sie hier auf dieser Fotografie erkennen, handelt es sich um einen kriminellen Papageien. Ein Problem, das sich auf dem Kontinent immer weiter zeigt. Organisationen von Papageien, Aras und anderen Singvögeln schließen sich zu Gangs und Gruppen zusammen und bedrohen sowohl Senioren als auch junge Leute mit Messern, um mehr Cracker zu bekommen. Und damit erstmal ein herzliches Moin, Moin und Hallo von mir heute zu einem kleinen Spezial, könnte man ganz einfach sagen. Aber was wäre ein Spezial ohne Musik? Ich mache mal eben ein bisschen Musik im Hintergrund an und da ist sie auch schon. Willkommen, meine lieben Leute. Ich rede heute mit euch über nicht kriminelle Papageien, sondern in erster Linie über den hier, den The Witcher Schnellstarter, der aktuell von Tuant noch in Bearbeitung ist. Der befindet sich in einer Beta-Phase aktuell und ich habe hier, ja, ich darf jetzt einmal ein bisschen angeben, weil ich das ja auch sehr stark unterstütze, das System. Ich habe hier drei Vorexemplare bekommen, die ich mir ein bisschen angeschaut habe und möchte euch heute mal ein bisschen zeigen, was steckt denn da so drin. Ich habe Mario gefragt, ich darf schon mal zeigen, was sich so da drin befindet, was so grob drin ist und was ich bis jetzt schon sehr gut finde und wo ich persönlich hoffe, Leute, oder Mario, mach mehr davon, die muss man verteilen, die muss man Leuten mitgeben können oder für einen kleinen Obolus mitgeben, damit sie das The Witcher-Rollenspiel besser kennenlernen. Denn hier sind viele Sachen sehr gut erklärt, sehr einfach runtergebrochen. Ja, fangen wir direkt an. Ich finde das Cover einfach ist super cool mit diesem Papagei mit dem Messer, der auf diesen Münzen steht. Keine Ahnung. Hat mich irgendwie gecatcht, fand ich super. Ich finde auch Papageien davon. Toll, tolle Vögel. Ja, und dann geht es eigentlich auch direkt schon los auf der Innenseite mit die Welt des Hexers. Und so, hier wieder, und das ist bei den Witcher-Büchern ja allgemein so eine Sache, es sind immer Seitentexte, immer kleine Klapptexte mit drinne, mit kleinen Zusatzinformationen, mit kleinen Namenserwähnungen etc. Und ja, auf den ersten Seiten fangen die dortigen Texte die wichtigsten Informationen über die Hintergrundwelt erst einmal sehr gut ein. Das sind wirklich nur zwei Seiten. Was ist der Kontinent? Was ist The Witcher? Hexer und Ungeheuer? Die Nilfgaard-Kriege. All das wird erstmal hier ganz grob erwähnt. Es wird, welche Würfel werden benötigt, wird hier angezeigt. Der Kontinent an sich, Hintergrund im Grundspiel und deine Charaktere. Hier nochmal: The Witcher is a registered trademark by CD Projekt Red. Ja, und so weiter. Und dann geht es auch schon los auf der nächsten Seite, dass dort die Charakter vorgestellt werden. Und auch als erstes hier sehr schön. Sehr übersichtlich, sehr gut gemacht, meiner Meinung nach. Es ist immer viel Text, aber das sind Schnellstarter meistens immer. Die sind immer vollgestopft mit Texten, was ich nicht schlimm finde, denn das ist immerhin noch ein Spiel, bei dem man lesen muss. Es gehört irgendwo ein bisschen dazu. Aber es wird hier genau erklärt, von 1 bis 2, ich glaube bis Punkt 10. Wie ist der Charakter aufgebaut? Was ist was hier? Volk, Beruf, Lebenspunkte, die Eigenschaften, die Fähigkeiten, Abwehrkraft. Bei den Fähigkeiten muss ich gleich dazu sagen, er hat nicht Alchemie den Wert 6, sondern es ist jetzt zusammengerechnete Werk aus Handwerk plus der Fähigkeit Alchemie. Also das ist schon der Grundwert, wo dann nur noch der W10 oben drauf gewürfelt wird. Was ich nebenbei eine sehr schöne Sache finde, sollte man immer machen, dass man so eine Art Grundwert auf dem Charakterbogen registriert, dass man nur noch drauf würfeln muss und dann hat man die Zahl relativ schnell zusammen. Ja. War beim ersten Charakterbogen nicht so, sollte man das einzeln aufschreiben, da musste man jedes Mal rechnen, das hat mich einfach genervt. Es gibt auch einen Charakterbogen, den ich gemacht habe, findet man bei Facebook oder schreibt in die Kommentare, dann gebe ich einen Link dazu. Ja, welche Rüstung trägt man, welche Waffen führst du mit und welche Fähigkeiten besitzt du? So ganz spezielle Fähigkeiten wie abgestumpft, blitzschnelle Reflexe, das sind diese Eigenschaften, die das Volk bekommt. Und da haben wir Luska von Hage. Als ersten. Da kommen dann auch noch zusätzlich jetzt hier. Als erstes hatten wir diese Beschreibung. Und dann haben wir hier so gesehen die Charakterseite. Dazu auch die Zauberzeichen, weil es ist ein Hexer. Fähigkeiten mit einer kurzen Beschreibung. Was macht das? Bis wie weit ist das variabel? Das hier steht jetzt nicht Ausdauerkosten 1 bis 7 einfach nur so. Denn du kannst theoretisch mit deinem Hexer auch 7 Ausdauer ausgeben. Du darfst aber nur maximal 7 Ausdauer in ein Zeichen reinsetzen. Jeder Punkt über dem Elanwert höher als 2. Aha, wir haben das Thema schon mal bei Magie gehabt. Ist halt körperlich schädlich. Das könnte ihn fast umbringen, wenn er ein Zeichen so heftig stark wirkt. Und dazu ein bisschen Besitztümer. Und natürlich sehr schön auch der Effekt der jeweiligen Sache. Wobei Kronen. Kronen sind die primäre Währung beim The Witcher Tischrollenspiel.
Für Einsteiger vollkommen in Ordnung. Ich selber dachte so beim Lesen. Ach nein. Wirklich. Sag nicht. Ja, dann haben wir Aislinn Vale. Das ist ein Magier. Mensch-Magier. Es gibt keine Bilder zu den Figuren. Also man kann sich selber überlegen, wie die Figur aussieht. Dann haben wir Orban Mardaras. Das ist ein Zwergverbrecher. Ada von Ban'art. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass da vielleicht ein Na also ich weiß nicht, ob das im Original auch so ist, aber Ban'art ist halt die Akademie für Magier und hier kommt halt ein Mensch Waffenknecht. Gab es da einen Namensdreher versehentlich, dass man jetzt nicht sagen kann, so das ist Aislinn von Ban'art oder so? Weiß ich jetzt auch nicht. Ne? Es kann auch genauso gut sein, dass natürlich da auch Menschen leben, die dort ausgebildet werden, die dort einen normalen Beruf nachgehen und alles. Aber das war einfach für mich so eine innere Frage. Ja, dann hier auch nochmal wieder Besitztümer. Welche Waffen sind dabei? Welche Fähigkeiten besitzt man? Alles total übersichtlich. Auf einer Seite, man kann die einfach rauskopieren und dem Spieler so in die Hand drücken und sagen: So, damit spielst du jetzt. Finde ich total super. Ist auf das Wenigste reduziert, auf das Wichtigste auf jeden Fall, weil der eigentliche Charakterbogen ist schon 4 Seiten lang. Und was haben wir hier noch? Adras, der rote Elfbarde. Kaskatorma, das ist nochmal wieder ein Zwergarzt. Und ja, dann haben wir einen stark vereinfachten Lebenspfad. Also wirklich die Möglichkeit auch für die Spieler, die das sich jetzt holen und sagen: Oh, ich möchte das mal ausprobieren, ich muss mir das Rundenregelwerk noch nicht holen, ich will erstmal schauen, wie es grundsätzlich funktioniert. Hat man schon einen sehr, sehr stark vereinfachten Lebenspfad, der mit ein paar Würfen schon geregelt ist. Einfach nur ohne irgendwelche Boni, irgendwelche zusätzlichen Werte. Nein, es geht nur darum, dass du für dich so eine grobe Hintergrundgeschichte hast. Und dann kommen wir auch schon zu den Grundlagen. Wie hoch sind die Schwierigkeitsgrade? Was ist benötigtes Spielmaterial? Wie werden Proben gewürfelt? Super einfach erklärt, auch immer mit einem Beispiel dazu. Erfolg und Misserfolg, wie das aufgebaut ist. Und dann Beispiel für Modifikatoren, zusätzliche Zeit für Aufgaben, hervorragendes Werkzeug, dann wird es erleichtert, wird erschwert und so weiter. Dann nochmal, was sind kritische Würfe, Rettungswürfe, Modifikatoren, hatte ich ja gerade. Die Eigenschaften werden nochmal erklärt und dann gibt es nochmal eine Übersicht aller Fähigkeiten, die es eigentlich innerhalb des Spieles oder mindestens hier im Schnellstarter gibt, damit die Leute verstehen, was ist zum Beispiel Magie widerstehen, magischem Einfluss widerstehen. Ist ja eigentlich der Name erklärt sich von selbst, ne? Rettungswürfe, Probe auf Rettungswürfe. Ja, also finde ich sehr selbsterklärend. Aber für halt, wie gesagt, ich muss immer davon ausgehen, dass es jemanden, der das nicht kennt, vielleicht auch jemand, der komplett neu in dem Hobby ist. Und dafür ist es gut, meiner Meinung nach. Ja, über die Illustration habe ich letztens noch mit einem Kumpel, mit einem Freund, dem Balthasar aus der Mauerrunde drüber geredet. Die kann man schöner einfügen, ne? Aber das ist die amerikanische Vorgabe, ne? Da kann man auch nicht viel machen. Irgendwie noch so einen Rahmen drum ziehen oder leichter Schatten oder sowas. Es sieht einfach so lieblos reingeklebt aus manchmal. Aber das ist meine persönliche Kritik an der Darstellung mit den Bildern. Dann kommen wir zum Kampf. Und da feiere ich eine Sache. Also das gibt alles hier. Wie ist eine Runde aufgebaut? Initiative, Aktionen, Bewegungen, zusätzliche Aktionen. Wir haben hier das Übersichtsfeld für alle möglichen Sachen, die man machen kann. Eine Fertigkeit einsetzen, Magie wirken, Gegenstand oder Waffe aufheben, ziehen, angreifen. Zusätzliche Aktionen. Es wird auch schon gleich erklärt, dass du für 3 extra Ausdauerpunkte eine zusätzliche Aktion machen kannst. Die ist im Schwert um 3. Die Werte von einigen Waffen wie Waffengenauigkeit wird erklärt. Und Angriffsaktion. Also schneller Angriff wird hier schon erklärt, harter Angriff wird hier erklärt, Reichweite, Fernkampfangriffe blocken, taktische Kämpfe, Verteidigungsaktion mit Formeldarstellung, Trefferzonen. Es wird hier allerdings stark vereinfacht. Und zwar auf Beine, Körper, Kopf, was theoretisch reicht. Bei The Witcher beim Grundregelwerk haben wir ja nochmal zusätzlich so linkes Bein, rechtes Bein, linker Arm, rechter Arm, Oberkörper, also Torso und dann Kopf. Ne? Also wird nochmal in die Gliedmaßen unterschieden. Hier nicht. Aber der Schaden wird auch hier schon direkt multipliziert anhand der Zone. Es tut mir leid, dass ich jetzt schon das zweite Mal gähne. Also es ist echt nervig gerade. Weiß gar nicht, was los ist. Ich hatte die letzten Tage gut geschlafen. So, dann Regelungen für den Hinterhalt. Modifikatoren im Kampf. Beispielmodifikatoren werden hier aufgezählt. Sehr gut gemacht, meiner Meinung nach. Die verschiedenen Schadenstypen, die es gibt. Hieb, Sticht, Wuchtschaden etc. Und das feiere ich so hart. Ich habe es so gefeiert, als ich das gesehen habe. Schaden berechnen. Und hier wird wirklich Schritt für Schritt erklärt, was ich euch schon in einem Video erklärt habe,
wie wird der Schaden berechnet? Und es ist so, würfel und addiere Kraftmodifikator. Zweiter Schritt, addiere den Schaden durch Silber. Dritter Schritt, Multiplikator für einen harten Angriff. Dann wird als dritter Schritt erst das gemacht. Vierter Schritt, Rüstung nicht vergessen, Rüstung reduzieren. Fünftens, Trefferzonenmodifikator. Was war das Problem? Also, tut mir leid, also ich habe das Regelwerk mehrmals jetzt gelesen. In der ersten Variante habe ich hier im Regal stehen und in der vierten Edition habe ich es auch nochmal als PDF. Ich kriege immer die aktuellste Version von Drive-Thru zugeschickt. Ich habe das Problem, dass es nicht so beschrieben im Regelwerk drin stand. Es wurde nicht klar aus dem Grundregelwerk. Im Schnellstarter haben sie es gemacht. Bitte übertragt diese Form der Erklärung auf das Regelwerk. Und das meine ich jetzt nicht beim Truan Verlag, sondern das meine ich bei dem amerikanischen Verlag am liebsten. Ich würde sie am liebsten selber sagen. Was war denn das Problem, dass das man nicht im Regelwerk erklären konnte? Ja, dann Schritt 6, berechne Resistenzen und Schwächen, das wird ja auch nochmal reduziert. Und dann wende den endgültigen Schaden an. Ja, so einfach. Dann kommt noch Rüstungsschutz wird erklärt, kritische Wunden werden erklärt, wobei es hier auch eine sehr vereinfachte Form der kritischen Wunden sind. Indem man hier zum Beispiel sagt, immer wenn du eine Verteidigung deines Gegners um 10 oder mehr übertriffst, erzielst du eine kritische Wunde. Jedes Mal, wenn du eine kritische Wunde schlägst, erleidet dein Gegner 5 Punkte zusätzlichen Schaden, den deine Rüstung nicht absorbiert. Das ist direkter Schaden, der einfach durchgeht. Da sage ich auch, dass es bei dem Regelwerk jetzt selber oder beim richtigen Spiel von The Witcher, beim Grundregelwerk erklärt, abhängig von 4 verschiedenen Stufen der kritischen Treffer. Hier wurde es stark vereinfacht auf eine, finde ich vollkommen schön, finde ich super gelöst. Kann man theoretisch auch später im Spiel weiter so verwenden, da muss man die Tabellen nicht hinzuziehen mit den verschiedenen kritischen Formen. Aber ich finde es eine schlanke Lösung und man zeigt den Spielern und auch den Neuen gleich, welchen Umfang kann tendenziell dieses Rollenspiel haben. Es hat ja einen stark simulierenden oder dokumentarischen Charakter ganz oft, wo mit Ausdauerpunkte hier, Trefferpunkte da, dahin geschlagen, mit dem modifizieren das, noch aufrechnen, hoch, runter, mal, minus, geteilt, bla, links, rechts. Das ist sehr viel, aber wenn man da erstmal drin ist, das dauert einen kleinen Moment, aber man ist da irgendwann sehr schnell drin, dann geht das sehr schnell von der Hand, weil einfach alle am Tisch das können. Ja, zum Beispiel hier wurde auch die kritischen Wunden anhand der Tabelle stark vereinfacht. Kopf, Gehirnerschütterung, Körper, gebrochene Rippe, Unterleib, Beine, verletztes Bein. Also es ist super einfach runter reduziert. Behandeln, unbehandelt, Heilung, Ausdauer und LP. Es wurde an alles gedacht und das innerhalb von 20 Seiten. Und ich meine, ja 19 Seiten theoretisch, sogar weniger. Also die Kampfregeln sind hier nochmal weniger und es sind trotzdem alle Effekte mit fast drin, ne? Gift am Boden, betäubt, bewusstlos, Erfrierung, Feuer, sterbend, alles drin. Es gibt auch extra ein kurzes Kapitel über Magie. Zaubersprüche wirken, Ausdauer, Elanschwelle, wie das funktioniert, ab wann wird es schädlich für einen Zauberer, Reichweite und Dauer, kritische Wunden, Patzer. Gut, da ist nur ein kleiner Farbfehler, ne? Patzer ist hier rot, sollte lila sein. Und es ist eine ganz einfache, übersichtliche Patzer-Tabelle mit drin. Dann haben wir eine Seite über das Handwerk. Und dazu auch insgesamt 3 Formeln und Diagramme. Also reicht, um einmal aufzuzeigen, was ist potenziell im Regelwerk drin. Finde ich vollkommen in Ordnung. Und wir haben eine Seite Spielleitertipps. Mit, ja, M hier war M Reis. Der weißen Flamme, die auf den Gräbern der Feinde tanzt. Und am Schluss bekommen wir ein klassisches Witcher-Abenteuer. Es ist Entschuldigung. Es ist für das, was es tut, vollkommen ausreichend. Es ist eine kurze Geschichte mit einem Hintergrund. Handlungsorte werden beschrieben, Rest der Geschichte, die Gegenseite. Es werden halt Probleme aufgezeigt. Aggressionen der Squirtell in diesem Fall. Ich will da nicht zu tief reingehen. Ich habe es mir durchgelesen. Es ist vollkommen in Ordnung für das, was es ist. Und das geht über ein paar Seiten. Man hat sogar eine schöne Karte mit dabei. Also ja, man hat eine Karte mit dabei und auch eigentlich ganz schön. Man hat eine Hauptfrau, Chiara wird nochmal mit erklärt, Skoratell-Bogenschützen werden erklärt, weil die halt drin vorkommen und Ertrunkene kommen mit vor. Ne? Man kann ja kein Hexerabenteuer ohne Monster spielen, mit allen Hexerkenntnissen, Ungeheuerkunde und dann sind wir schon auf der Rückseite. Und da ist dann auch nochmal der Hinweis, jetzt erhältlich das Witcher-Regelwerk. Ja,
Es ist noch, ich gehe jetzt nicht zu stark auf irgendwie, was ist nochmal besonders gut, was ist besonders schlecht. Grundsätzlich, ich finde den Schnellstarter von The Witcher eine tolle Investition für den Verlag, um so Leute nochmal für dieses Rollenspiel zu begeistern. Ich würde ganz klar sagen, das müsste man auf vielen Cons irgendwie verteilen oder in irgendeiner Weise für einen kleinen Obolus abgeben können, damit Leute sagen, ich will mir das Grundregelwerk für 50 € nicht unbedingt holen, aber ich möchte es mir trotzdem mal anschauen, weil vielleicht möchte ich es mir holen. Vielleicht macht es ja meinen Freunden Spaß. Und wenn man dann sagt, hier für 2,50 oder so, nehmt meinen Schnellstarter mit, könnt ihr euch es angucken, ist alles drin, was ihr benötigt. Braucht nur Würfel noch dazu. Also, ihr braucht nur Würfel dazu. Aber selbst dafür gibt es heute Apps, also man muss nicht mal zwingend echte Würfel kaufen, wenn man wirklich ganz neu ist in dem Hobby. Ich würde sagen, also ich, wie gesagt, es ist eine tolle Sache, es ist wirklich gut umgesetzt, es zeigt in den groben Ansätzen, wie komplex das Spiel sein kann, wie umfangreich das Spiel sein kann und gibt eigentlich ein ultra gutes Gefühl dafür und auch eine Rückmeldung, wie das Kampfsystem läuft, wie Abenteuer im The Witcher aussehen und gibt auch genug Informationen dazu, um so sein erstes kleines Abenteuer, wie in diesem Fall in dem Schnellstarter vorhanden, zu erleben. Also, ich sage, bitte mehr davon. Bitte so schnell wie möglich auch raushauen oder wenn nötig als, oder als PDF irgendwie mal irgendwie als Gimmick dazugeben. Das wäre das Sinnigste. Ich hoffe, dass jetzt demnächst auch das Tomb of Chaos übersetzt wird. Das ist das Magiebuch für The Witcher. Da sind nämlich auch nochmal wieder coole Sachen drin, weil da man da jetzt einen Fehler aus dem Regelwerk überarbeitet hat. Aber da wollte ich noch mit jemandem drüber reden. In einem Talk beispielsweise. Ja. Habt ihr schon The Witcher gespielt? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Wie waren eure Meinungen? Wie waren eure Erfahrungen mit The Witcher? Freut ihr euch auch oder seid ihr jetzt interessiert? Oh, es gibt einen Schnellstarter demnächst, dann schaue ich mir den doch mal an. Schreibt es auch wegen meiner in die Kommentare, ob ihr euch darauf freut, dass es einen Schnellstarter geben wird. Und wenn ihr Fragen habt zu The Witcher, schreibt es drunter, schreibt in die Kommentare, kommt bei mir auf den Discord-Server. Ich habe da noch Hamster-Cookie, die habt ihr auch schon kennengelernt durch die Magie-Videos. Die beantwortet auch gerne Fragen zu The Witcher, weil The Witcher ist eine tolle Welt, ein tolles System, das ein bisschen mehr Liebe benötigt, weil einfach so grobe Fehler aus der amerikanischen Originalvorlage drin sind und die müssen halt noch überarbeitet werden, meiner Meinung nach. Aber das Spiel entwickelt sich weiter, es kommt neues Material raus und es entwickelt sich in die Richtung langsam, in die es muss und er denkt endlich die Ideen zu Ende, die im Grundregelwerk angedeutet wurden. Naja, das war so eine kleine Sonderfolge Witcher Spezial. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen. Wann auch immer ihr dieses Video schaut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer das Flo. Ciao.